Natürlich ruft Tom Otto nicht zu einem Stuhlgang im Klinikumsgarten auf, sondern präsentiert Sitzmöglichkeiten mal anders. Der Klinikumsgarten ist nicht nur Erholungsort für die Patienten, sondern seit dem 6. September ebenfalls der Ausstellungsort für Tom Ottos Kunstwerk zum Thema »Wie bringt man ein Gewitter zur Sprache?« Tom Otto, der bereits seit 16 Jahren als bildender Künstler tätig ist, schaffte aus 24 Stühlen, Draht und Strasssteinen ein Objekt, das nicht nur auffällt, sondern auch zum Nachdenken anregt. Wir fragten nach, wie es dazu kam, dass er aus Stühlen Kunst macht. Ich arbeite schon lange mit Stühlen, das heißt nicht ausschließlich, aber ich arbeite immer wieder mit Stühlen. Und in der Tat hat sich eben die Frage gestellt, was tun, Außenbereich draußen. So viel habe ich draußen noch nicht gemacht. Ist ja in der Regel mehr in Räumen. Und ja, dann bin ich auf die Idee gekommen, irgendwas zu machen, was mit Kommunikation zu tun hat und mit Menschen. Und Stühle sind ja stellvertretend wie einzelne Menschen. Deswegen sind es auch 24 Stühle sind es in der Arbeit. 24 ganz unterschiedliche Stühle. Auch interessant ist, wie es zu dem Thema, wie bringt man ein Gewitter zur Sprache, kam. Wie bringt man ein Gewitter zur Sprache? Also ich selbst schreibe sehr gerne Lyrik, das habe ich viele Jahre lang intensiv gemacht und habe einen Hang zur Lyrik. Und diese Arbeit in der Art ist ja auch ein bisschen von jeder Stuhlfläche aus geht ein Draht zu einer anderen Stuhlfläche. Man kann nicht sehen, zu welcher. Und in der Mitte bildet sich eben so ein Geknäuel aus Draht und auf bestimmten Kreuzungspunkten sind ja Strasssteine geklebt. Man könnte auch sagen, es ist ein gewaltiges Gehirn zum Beispiel. Oder. Wie bringt man ein Gewitter zur Sprache? Es ist einfach ein Stück Verrätselung. Man soll nicht irgendwie sofort drauf kommen, es soll auch ein bisschen locken. Und wir kennen ja auch, dass es im Gewitter zum Beispiel durchaus, im Gehirn durchaus auch bei Schizophrenen und bei anderen auch sowas wie so ein Gewitter gibt. Aber das ist nur eine Deutung. Und wenn Sie Ihren Kopf nach links wenden würden, würden Sie das Modell sehen für die Arbeit, das ich für die Arbeit in Lehrte gemacht habe, im Maßstab, das ist glaube ich ein Maßstab 1 zu 25. Es macht schon Arbeit. Natürlich vor allem Spaß. Und wer sich jetzt das Objekt noch einmal selbst ansehen möchte, hat noch bis zum 25. Oktober Zeit, bei einem Spaziergang durch den Klinikumsgarten Kunst zu genießen.